Flasche vergessen. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Stronghold AD. Vom Dorf zur Festung. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe auch gemerkt, ich habe mir eigentlich mal noch eine Flasche Wasser zum Trinken mitgenommen. Hatte ich gedacht, das war die Idee, aber irgendwie habe ich die Flasche wohl unten liegen lassen. Sehr gute Idee. Ravensburger, gute Idee. Und ja, das ist halt, wenn man dumm ist, dann wird man halt dafür bestraft. So, wie es öfters der Fall ist. Genau, hier wird auch schon fleißig gebraut. Wir brauchen ja noch eine Schenke, brauchen wir noch. Die Betrunkenen, die sind dann am Wasser. Wenn sie zu betrunken sind, fallen sie ins Wasser und wir sind sie los. wie immer sehr freundlich bin ich, ich weiß. Nee, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann bis heute nicht verstehen, woran der Reiz liegt, sich da so sinnlos zulaufen zu lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Blöd. Warum denn? Die Holzhackerburschen. Die laden zu wenig. Kommt, Holzhackerburschen, wo seid ihr denn? Ja, die kommen da mit dem Dings nicht hinterher, mit dem Malen. Ah. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, und jetzt haben wir zu wenig Holz natürlich. Die Obstgartenallee gefällt mir sehr schön. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Spiel an sich, es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Klar, es ist älter, es ist ein bisschen langsam alles und... Bin zur Stelle. Eure Befehle? Unerreichbar. Aber es macht Spaß, es macht sehr viel Spaß, es zu spielen. Ich empfehle das Spiel wirklich jedem, der nur ein bisschen was für so Strategiespiele über hat, sich das wirklich mal zu geben. Es macht wirklich viel Spaß. Ich sage das nicht, weil ich es muss. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Vor allem, wenn man dann auch wieder so Krüppelmauern bauen darf. Wo kommen wir hier eigentlich übers Wasser rüber? Ah, hier. Hey. Hier könnte man sich jetzt wirklich überlegen, hier so ein Tor zu machen und dann schön so einen Krüppelwall. Wo man hier fast keinen Wall braucht, aber so ein kleiner Wall, um die Leute raufzuschicken, könnte man eigentlich machen. Also hier so ein Torhaus. Oder hier so, wo es hier so rüber geht. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ja, weil Hasso wieder am Weg ist. Genau, dann kann man da hier dann schön so eine Krüppelmauer bauen. Ihr seht. Dann schön hier. Die schön dann hier so rüber geht. Nicht aneinander hängt. Muss ich schnell kurz drehen, dass ich es noch sehen kann. Wie der Walking Meat immer so schön sagt, ist er um deinen Hochsicherheitswall rumgekommen. Ich hasse ihn für diesen Kommentar, aber er hat recht. Der Hochsicherheitswall, der hat es schon in sich. So, jetzt könnte ich eigentlich mal nochmal speichern. Ja. Und speichern. Danke. Ich wollte ja noch einen zweiten Pfeilmacher haben. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Die sollen ja Bögen machen. Genau. Beide machen Bögen. Der eine macht Armbrüste, aber das wollte ich sagen. Schwerter. Kostet halt ein Heidengeld. Bin auch gleich arm nach dem, aber so ist das Leben. Da, wo wir Zinnen machen können.
Da machen wir sie. Dort, wo wir es nicht machen können. Was nicht. So, dort wo wir es können, machen wir die Zinn. Dort wo es nicht geht, dort geht's halt nicht. Wichtigsten Orten haben wir welche. Wow, was für ein wunderschönes Torhaus. Es ist atemberaubend. Ich geb's zu. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Geht mal hinter die Zinnen. Dann habt ihr natürlich auch etwas mehr Auswahl. Betrunkene haben wir auch. Beliebte. Das Volk huldigt euch, Sire. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem Essen. Bald. Warum ist denn hier? In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ach ja, und warum? Kannst doch hier rüber. Oder habe ich das falsch gesehen? Bogenschützen bereit. Ach nee. Bist du denn hier rüber gekommen vorher? Okay, spannend. Das heißt, ich mach das mal alles weg. Mein Bogen ist euer, unerreichbar. Soll ich mal schnell gucken, warum kommt denn der hier nicht rüber? Rücken aus. Okay, warum? Mein Herr. Wieder im Weg. So. Möchte ich aber gerne wissen, warum er denn vorher... Müsste jetzt aber, eigentlich müssten die jetzt... Eure Befehle? Okay, jetzt scheint es wieder zu gehen. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. So, hier haben wir ein paar Zinnen. Jetzt sollte das aber... Ja. Ja, jetzt geht's auch wieder. Sehr schön. Speichern war gleich. War es vorher, fand ich ein bisschen und komisch, speichern. Warum die da nicht rübergekommen sind. Da sind ein paar Betrunkene und die fallen ins Wasser und sterben. Achtung! Achtung! Und Marsch! Und los! Vorwärts! Vorwärts! Bogenschützen bereit! Ja, jetzt können sie hier auch wieder rüber. Spannend. Egal. Jo, wir kriegen ein bisschen wenig zu essen rein. Finde ich nicht so cool. Oh, die Chefs, die essen mir ein bisschen zu viel.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Nicht. Jetzt haben wir hier wieder so eine unebene Kacke hier. Jo, hoffen wir, wir kriegen das irgendwie noch gebacken. Weil das Problem ist, glaube ich, wenn du erstmal ein bisschen weiter unten bist mit der Zufriedenheit, auch mit dem Essen, wird schwer. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ja, das ist die Phrasen viel zu viel. Warum denn? Achtung, bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. In Bewegung. Mein Herr? Du kommst eigentlich auch mit zu deinen Freunden hin. Rücken aus. Auf den Krippelwall. Auf den Krippiwall. Und dich dort freuen. Aber die laufen dich langsamer wegen. Sire? Ne? Ja. Natürlich. Einer, wie es immer ist, einer hält alle zurück. Wunderschönen Mauern. Eure Befehle? Ich schon gerne eine wo war die nochmal? Gnaden? Wie können wir helfen? Euer Gnaden? Belagerungsgeräte bemannt. Das soll konstruiert werden. Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Belagerungsgeräte bemannt. Unser Werkzeug ist bereit. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Ja, das habe ich gemerkt. Du torkelst mir im Weg. So, jetzt müssen wir... Bisschen, bisschen logistische Meisterleistung vollbringen. Ja, so ist das. Oh, schön. Balliste, bereit, my lord. Balliste, der torkelt hier rum. Es gibt's keinen Morgen mehr. Sogar 6 Schwerter habe ich. Oh jo, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Stronghold AD. Bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.